zur Landesrätin Waltraud Deeg. Unsere Seniorenheime und Familien wurden ja ganz besonders von Covid getroffen und vor allem von den Maßnahmen, die daraus abgeleitet worden sind. Die Dramen, die sich vor allem in den Altersheimen abgespielt haben und auch in den Familien, die Menschen im Altersheim hatten, die sind uns allen bekannt. Trotzdem hat die Landesregierung noch im Jahr 2019, also vor Covid, dem gesamten Sozialbereich rund 100 Millionen mehr zur Verfügung gestellt als in den beiden Jahren 2020 und 2021. Wo wurden denn diese 100 Millionen eingespart? Sind es wirklich die Pflegeheime, die Familien oder der Wohnbau? Sind wirklich genau das jene Bereiche, wo wir in Südtirol am meisten Einsparungspotenzial hatten? Und wo Sie als Landesregierung dieses Einsparungspotenzial erkannt, gesehen haben und durchgezogen haben? Ich glaube es nicht, dass das die Bereiche sind. Und ich weiß, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Sie stimmen mir zu, besonders aus den Reihen der Opposition, aber durchaus auch einige in den beiden Mehrheitsparteien, dass das leistbare Wohnen jenes Thema ist, das wir derart vor uns herschieben, das immer noch keiner Lösung zugeführt worden ist und wo die Menschen draußen, egal ob im Finchgau oder im Bustertal, gleichermaßen vor riesigen Problemen stehen, die sie selbst dann über Jahrzehnte begleiten wieder, wenn sie bestimmte Entscheidungen treffen, eine Wohnung kaufen, ein Haus bauen und so weiter. Frau Landesrätin, Sie haben seit 2018, seit bald 4 Jahren, versprochen, ein umfassendes Wohnbaugesetz zu präsentieren, um den Südtirolern endlich wieder das Wohnen leistbarer zu machen. Günstiger wird's nicht werden, das weiß ich jetzt schon. Also im Sinne von günstig, billig. Aber etwas leichter, leistbarer, dass sie mehr Möglichkeiten haben. Und hier gibt es genügend Maßnahmen, es braucht hier viel verschiedene, die das Wohnen wirklich leistbarer machen können. Eine davon, wie gesagt, ich sag's immer wieder zu Ihnen, Frau Landesrätin, ist die Anpassung der Punkte für den geförderten Wohnbau. Und das würde zwischen 8 und 10 Millionen im Jahr ausmachen. Habe nicht ich mir ausgedacht, haben Sie gesagt, Frau Landesrätin. Ihr Ressort hat jetzt zweimal 100 Millionen Euro weniger bekommen. Waren diese paar Millionen wirklich nicht drin? Statt den Südtirolern dieses Wohnbaugesetz, dieses umfassende Gesetz, das bereits 2018 angekündigt worden ist, machen 2013, sehen Sie, die länger in der Politik sind, die können da noch frisch 5 Jahre dazu tun. Machen Sie was? Sie kommen nächstes Jahr, also 2022, ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl, vor der nächsten Legislaturperiode, nicht mit dem versprochenen Wohnbaugesetz, sondern nur mit einer Reform des Wohnbauinstituts daher. Zitzerlweise. Das wäre so, als ob Sie in einer Küche beauftragt wären oder Sie für den Nachtisch zuständig wären und Sie versprechen den Gästen, ich mache euch einen Apfelstrudel. Jahre später, Sie brauchen dann 4 Jahre und kommen nicht mit dem Strudel daher, sondern mit einem Handel voll Weimerlen und sagen, so, jetzt habe ich fertig, jetzt habe ich schon was gebracht. Ja, was ist denn das, Frau Landesrätin? Das ist nichts. Ein Gruß aus der Küche ist den Leuten zu wenig. Dieses Wohnbaugesetz brauchen wir, braucht Südtirol, um mit den Gehältern, die wir haben, mit den Durchschnittsgehältern, das Recht auf Wohnen einlösen zu können. Die meisten Südtiroler können es sich nicht erklären, warum hier seit Jahren nichts weitergeht. Sie wissen nur eines, dass diese Landesregierung und auch die davor beim Thema Wohnen, vor allem auch was die Ideen betrifft für den freien Markt, Ideen für den Mittelstand, versagt. Und dass eigentlich seit Rosa Franzelin
nicht viel weitergegangen ist.